Der offenen Tür des Murtaler Kulinarium hatte einiges zu bieten, so auch das mobile Studio von ATV Eichfeld. Die Schülerinnen und Schüler hatten dabei die Möglichkeit, sich als Nachwuchsreporter zu versuchen. Und wer weiß, vielleicht ist da der Star der Zukunft dabei. Das wissen wir wirklich schon. Ja. Wir sind heute im mobilen Studio der ATV. Jetzt übernehme ich den Part. Wir sind heute im mobilen ATV-Studio. Servus, Leidln. Hallo, Leute. Ja. Besser als Kino. Hey, geht jetzt? Also, servus. Und ich bin euer neuer Moderator fürs Morgenfernsehen. Grüß Gott, liebe Leute. Hallo, mein Name ist Lara und ich berichte euch heute exklusiv über den Klimaschutz. Ja. Nun kommen wir zum Thema Sport. Hallo und herzlich willkommen zu dem Report heute. Meine Freundinnen werden heute über wichtige Themen reden und ich hoffe, ihr freut euch darauf. Geht schon? Ich bedanke mich bei Eichfeld TV, dass wir heute hier einmal ins Studio dürfen haben und wünsche jetzt noch euch einen schönen Tag und Wiederschauen. Fast Food, eine Sache, die viele Menschen konsumieren wollen. Aber was steckt eigentlich wirklich dahinter? Viele sollten wissen, dass Fast Food im täglichen Gebrauch nicht das Beste ist. Man sollte auf Bioprodukte zurückgreifen und Fast Food sich nur ab und zu gönnen. Jetzt übernehme ich den Part. Eure Meinung zu Corona? Also ich finde, es ist schon ernst zu nehmen, aber auch die Ausgangssperren und so ist für mich ein bisschen übertrieben. Als Sie in die Schule gekommen sind, war das eine große Umstellung? Naja, eigentlich warst du es ja gewohnt vom Vorjahr noch, aber es war schon kompliziert mit den Gruppen und dem Abstand und so. Halten Sie den Abstand immer ein? Ich bemühe mich, das ist schon. Servus Leideln, ich bin der Philipp Bölzl und ich berichte heute was über gesunde Ernährung. Also von mir persönlich muss ich sagen, man soll sehr auf seine Ernährung achten, weil es, man, wenn man jetzt, wenn man langweilig ist zum Beispiel und man isst nur eine und weil man langweilig ist, bringt sich das nichts. Isst besser was Gescheites und dann lebt es länger und habt ein gesunderes Leben und seid erfreulicher.